Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir zocken weiter mit Toad und machen zu Beginn erstmal das Toadhaus. Nicht so wie unten im Soda-Dschungel, wo ich nicht wirklich Bock darauf hatte. Aber jetzt habe ich wieder Bock. Also los. Mal schauen, wie gut ich mich anstelle. Ja, okay. Einen habe ich verpasst, aber den ersten relativ gut eingesammelt. Uff. Okay. Jetzt läuft's aber. Boah, der war fies. Den hätte man noch gar nicht wirklich einsammeln können, oder? Ja. Ja, okay. Zum Schluss nochmal abgeräumt. Aber die meisten, die waren echt gemein, ne? Naja, was beschwere ich mich? 4 Stück haben wir. Und ich denke, damit kann ich ziemlich zufrieden sein. Ja, alles klar. Dann geht's ins Geisterhaus. Rotation im Geisterhaus? Ach, der Level. Okay. Hier geht's nicht rein. Okay, ich wollte es nur überprüfen. Alles klar. Okay, ich denke, wir müssen hier rein. Zu Anfang gibt es doch nicht wirklich eine Auswahlmöglichkeit. Ich weiß nicht, sollen wir reingehen? Oder hier? Ich glaube, ich werde erstmal komplett warten. Ah ja. Okay. Das ist ein anderer Raum. Das sieht man direkt. Aber das heißt auch, es könnte um einiges kniffliger werden. Ich meine, da ganz links konnte man rein. Ah, jetzt müssen wir hier rein, ne? Das wird schon wieder... so ein Hampelding. Mal schauen, wie gut ich das hinterher lösen kann. Noch keine einzige Starcoin, ne? Jetzt ist hier der Boden weg. Jetzt können wir hier rein. Okay. Da ist ein P-Switch. Ich denke, wir müssen uns hier beeilen. Ja, komm, geh einfach durch. Geh einfach durch. Okay, eine Starcoin und es ist die dritte. Uff. Hm.
sind am Ziel? Am Secret Exit, okay. Na, alles klar. Also nicht alles klar, weil ich nicht weiß, wo die anderen beiden Starcoins sind. Aber damit haben wir schon mal den Secret Exit und ich denke, das Schwierigste somit hinter uns. Na gut, das führt direkt zum Schloss. Das wollen wir logischerweise nicht. Wir wollen noch die anderen Starcoins holen und die anderen Level spielen. Na gut, dann los. Ich denke, ich werde auch erstmal zu Anfang alles brav der Reihenfolge nachmachen. Also in jede Tür reingehen, in die ich reingehen kann. Okay, hier ist nichts. Boah, das war knapp. Hier kann ich rein. Okay, das ist der Raum. Aber wären wir nicht auch rausgekommen, wenn wir da in die untere Tür reingegangen wären? Okay, gehen wir erstmal hier rein. Können wir nicht. Hier? Auch nicht. Da oben geht's nicht rein. Da auch nicht. Hier aber. Okay. Hier ist safe irgendwo eine Starcoin drin. Hier. Ja, komm, mach auf. Alles klar, das ist die erste. Wunderbar. Sehr geil. Und hier können wir immer noch nicht rein. Okay, ist das der gleiche Raum wie eben? Wahrscheinlich, ne? Oder ist hier jetzt der Boden weg? Nee. Hier waren wir eben drin. Da war die Starcoin drin. Das Trampolin können wir nicht mitnehmen. Weil wir wären auch so hochgekommen. Dann müssen wir hier rein, ne? Da waren nur die Münzen, ja. Okay. Ja, ich denke, hier gibt es nichts in dem Raum. Außer halt die paar Münzen und das Power-Up links. Jetzt können wir zumindest mal hier nach ganz rechts. Egal, ich werde erstmal hier nach der Reihenfolge machen, wie ich gesagt habe. Und das sieht auch sehr Starcoin-verdächtig aus. Da drüben. Nicht? Oh mein Gott. Ja, oh, aber die Starcoin wechselt auch ihren Platz, naja. Ja, gut, jetzt wurde ich zwar getroffen, aber wir haben alle Starcoins. Das ist doch schon mal was. Ich habe auf Springen gedrückt. Ei, nee, komm schon.
Zur Info, ich habe immer noch dieselben Controller. Ich habe einfach keinen Bock, die irgendwie irgendwo hinzuschicken, was dann wieder Kohle kostet. Irgendwie 20, 30 Euro oder so, keine Ahnung. Nur damit ich nicht so nah vor der Konsole sitzen muss. Da muss ich dann einfach die Hände ein bisschen... Oh Gott. Ja, RIP. Ja, da habe ich mich aber auch dumm angestellt. Ja, Mopsy ist mir so egal. Hau ab. Ich will das scheiß Level machen. Okay. Immerhin wissen wir jetzt, wo die Starcoins sind. Also denke ich mal, dass wir hier ganz gut durchkommen werden. So, hier ist das Power-Up. Dann hier erst rein, stimmt. Da hoch können wir ja noch gar nicht. Das ist eine Fake-Tür. Dann hier. So. Puh. Gut, dass ich es noch geschafft habe. Hier erst rein, ne? Ja. Alles klar. Nice. Und als nächstes ganz rechts oben. Okay. Stimmt. Wir müssen erst diesen Raum hier machen. Alles klar. Jetzt können wir aber, ne? Jawohl. Na komm, mach ein bisschen schneller hier. Langweilt. Na, wir müssen durch, wir müssen durch, wir müssen durch. Okay. Ich musste durch. Aber hier gibt es auch ein Power-Up. Das ist zumindest gut. Alles klar. Ich dachte gerade, ich verliere es direkt wieder, aber... Nö. Wir haben's. Ab ins Ziel. Diese Geisterhäuser wirken auch immer verwirrend, aber eigentlich sind die gar nicht so schlimm. Man muss eigentlich immer nur in die Türen rein, die zuerst kommen. So von dem, was ich mitbekommen habe. Das war's. Sind wir durch? Ja. Alles klar. Ja, die Fahnenstange will ich mir aber noch holen. Ja, so nicht. Aber so. Und echt schöner Hintergrund.
Muss man einfach mal so sagen. Drei neue Level. Okay. Ja, ich denke, wir müssten ganz oben rein. Ja, okay. Ich habe jetzt keinen Bock auf Fuzzies, also gehen wir mal den richtigen Weg. Und wir haben sogar Platz. Weil ich natürlich ganz professionell Platz gemacht habe. Ja. Okay, stimmt. Wir müssen oben lang. Habe ich vergessen. Wir wollen ja alles der Reihe nach machen. Also müssen wir anscheinend doch den Fuzzy Fight machen und ich verfehle, aber okay, das ist nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn ich mich treffen lassen würde. Was aber nicht passieren kann. Mit der Feuerblume nicht. Alles klar, einen Stern. Zuckerwattenwolkenzone 4, Springwolken und Bumerangbrüder. Let's go. Wir müssen auch ein bisschen reinhauen, weil nicht mehr so viel Zeit ist. Ich habe gerade überlegt, den Part einfach vorzeitig zu beenden. Aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen lame. Ja, eine Eisblume. Lohnt die sich? Ich nehme sie einfach mal. Wie man sieht. Und hoffe einfach, dass das die richtige Entscheidung ist. Na gut, ist sowieso egal und ich lasse mich zweimal von denselben Spacken treffen. Das kann es doch nicht sein. Und hier ist kein Item drin, ne? Ja. Kein Item, alles klar. Wenigstens hier eine Starcoin. Da unten! Boah, gut, dass ich da nachgeschaut habe. Hau ab. So. Jetzt kann ich da nicht runter, weil ich nicht mehr groß bin. Am Moment, da war ein Fragezeichenblock. Hier ist nichts drin. Ja, toll. Ja, okay. Hier gibt es Red Coins. Ja, aber man springt die ganze Zeit so unfassbar hoch. Okay, nicht schlimm. Wir sind durch die Flagge groß geworden und jetzt kann ich nochmal zurückgehen. Ich hoffe, da ist was. Ich hoffe, hier ist was. Sonst war es halt komplette Zeitverschwendung. One-Up ist jetzt nicht exakt das, was ich mir erhofft habe. Schon gar nicht von Münzen. Ja, so eine Scheiße. Genau da in der Mitte, wo ich nicht geschaut habe. Ja, dann werde ich mich umbringen müssen.
Ich will den Level nicht nochmal spielen müssen. Sorry, aber das muss jetzt sein. Ich habe keinen Bock, dass der Part 30 Minuten lang wird. Sowas hatte ich schon ein paar Mal und muss nicht sein. Ja, okay. Schade, eigentlich wollte ich den Ring aufsparen für später. Wo war es denn jetzt? Da, ne? Ja. Alles klar. Wäre ich einfach ein bisschen geduldiger gewesen. Es war einfach schon klar, dass da was ist. Und hier ist jetzt eine Starcoin, sonst raste ich aus. Okay. Da ist er. Und weiter geht's. Der Ring ist weg. Sehr schade. Aber na gut. Ich denke, der wird jetzt auch nicht wichtig gewesen sein. Was aber wichtig sein könnte, ist das hier. Ich dachte, die Röhre wär's, aber. Ich dachte gerade, ich hätte ein Starcoin-Secret gefunden, aber nee. Die Starcoin ist hier oben. Vom Boomerang Bro bewacht, der seinen Job aber nicht wirklich gut macht. Gut für uns. Oh, was ist das denn für ein Schmutz? Ne. Boah, wäre ich jetzt noch gestorben. Holy shit. Alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir die Wolkenwelt abschließen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.